Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich finde meine raue Stimme gerade echt sexy. So, ich wollte am nächsten Tag aufnehmen, aber ich wollte vorher noch das mit den Skills regeln. Denn wir haben 4 Stufenaufstiege und zudem noch ein ungeöffnetes Skillpaket. Das wollte ich mir unbedingt noch reinziehen. Das ist nicht schlecht. Du kannst jede Waffe bis auf 130% des normalen Maximums reparieren. Das gefällt mir. Wir möchten einen Skill wählen. Aber erstmal gehen wir zurück. Wir brauchen den Waffenschmied eigentlich gar nicht, ne? Wir haben 9 Punkte Intelligenz frei. 9 Punkte! Ich muss nur sicherstellen, dass wir Intelligenz auf 5 Punkte haben. Denn dann können wir jederzeit etwas reintun, was wir haben möchten. Das heißt, wir können 4 Intelligenzpunkte locker wegnehmen. Krass. Krass. Okay, wählen wir ein Skill. Das ist auch nicht schlecht. Aber wir müssen erstmal gucken, ne? Erstmal gucken. Wir haben ja noch die Aufgabe. Erstmal. Ja, die Schleichskills will ich auch gerne machen. Die gehören auch irgendwo dazu, ne? Revolverheld habe ich im Max-Rang. Ach Gott. Wir brauchen noch 5 Punkte in diese Leute hier. Ah, dann haben wir die maximalen Schaden. Mit unseren Pistolen. Okay, pass auf. Zack. Zack. Alles rein da, alles rein da. Hoffentlich haben wir genug Punkte. Ungenutzte Punkte 3. Okay, das haut nicht hin, ne? Machen erstmal den Sandmann raus. Wir müssen mehr Energie packen. Die 4 Punkte Intelligenz, die wir jetzt dadurch frei haben, die packen wir dann da rein. Würde ich sagen. Also nicht alle 4, aber. Wobei, vielleicht schon. Wir gucken. Wir haben noch so viel zu tun hier. So. Erst. Oh, ich habe eine Idee. Als allererstes holen wir erstmal hier alles raus. Dann gucken wir, wie der Schaden von unserer Waffe ist. Jetzt tun wir alles wieder rein. Was passiert dann? Wir können locker auf 56 gehen, ne? Alter, Leute. Die Mörderwaffe. Was für eine Mörderwaffe. Wir machen also mit jedem Schuss knapp 150 Schaden. Das zeckt. Das zeckt. Nicht schlecht. Ja gut, das wollte ich nur machen. Ich glaube, sonst haben wir nichts. Dann sehen wir uns gleich mit dem anderen Zero wieder, der vielleicht eine bessere Stimme hat. Hört meine Stimme, sie ist zurück. Ah, ich bin wieder da, Freunde. Ja, ist das nicht toll? Ich bin auch irgendwie ist das Spiel lauter geworden. Keine Ahnung, irgendwie seltsam. Ja, willkommen bei mir zu Hause. Ich habe die Tage, wo ich krank war, wo meine Stimme weg war. Bin ich so dunkel oder bin ich braun geworden oder ist das so dunkel hier? Egal, das muss jetzt erstmal so klar gehen. So,
Unser Zuhause, wir kennen das schon, wir lieben es bereits, ohne Tür. Es wurde hier ein bisschen was gekauft. Ich habe nämlich, ich bin ein bisschen in der Welt herumgelaufen und habe Holz gesucht. Hab dabei noch ein, zwei Level gemacht, habe Munition gefarmt. Ich hatte keine Stimme, ich musste irgendwas machen. Irgendwas fürs Let's Play. Irgendwas. Mir war egal was. Und so habe ich ein bisschen halt gefarmt. Und ich finde, das ist okay. Wir haben ein paar Level, 3 Stück. Die werden wir jetzt nochmal anwählen. Ich habe mir ganz genau überlegt, was wir jetzt nächstes machen und habe es dann wieder vergessen. Also mal gucken. Letzte Woche habe ich gespielt und ich habe ganz genau gewusst, was ich machen wollte. So, und jetzt weiß ich es nicht mehr. Was wollte ich machen? Ich würde sagen, als allererstes machen wir die letzten Pistolenzeug. Ah, ich weiß ein bisschen was. Ein bisschen weiß ich noch. Aber wir müssen noch so viel lernen, aber auch vieles Austauschbare. Ja, Pengui. Da, 2 davon. Irgendwas wollte ich vorher noch machen. Ich weiß nicht was, aber es ist mir scheißegal. Wir werden noch weitere Level bekommen. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Zack. Oh, statt euch einer im Besitz? Okay. Dann sollten wir... Ich glaube, das war der einsame Wanderer. Ich will mich jetzt ja ein bisschen darauf vorbereiten, auf ohne Powerrüstung. Wenn wir da... Ach, 3 Sterne kriegen wir da. Oh Gott, aber... Oh meine Fresse. Ja, weniger Schaden erleiden ist halt schon gut. Und das wird höchstwahrscheinlich jetzt auf 4 Punkte sein, Charisma. Das ist eklig. Aber das ist nicht gut. Das müsste ich auch noch machen. Wir müssen uns auch auf 2 Sachen konzentrieren. Momentan sind wir, glaube ich, auf 3 Sachen. Wir sind auf Nahkampf, wir sind auf schwere Waffen und wir sind auf Pistolen. Wir haben so viel Zeug, wir sollten uns auf 2 bis 3 Sachen fokussieren. Sagen wir nur Pistolen, dann Nahkampf und dann noch irgendeinen Scheiß. So, weißt du, maximal 3 Sachen, aber wir haben einfach zu viele Sachen, auf die wir uns fokussieren. Also alles was für die Zukunft. Hier, das wird höchstwahrscheinlich auf 4 Charisma-Punkte enden, ne? Ich glaube schon. Genau, gestärkte Gene. Ich habe bei anderen Spielern gesehen, dass sie diese Genviecher da auch verkaufen. Was so viel bedeutet, wir können uns das easy kaufen. Und wir sollten jetzt als allererstes Meister Revolver. Hey. Hey. Uns fehlte eine Punkt. Ich kann das Schleichen rausnehmen und dafür den reintun, ja. Vielleicht sollten wir das Schleichen halt vorher ein bisschen aufskillen. Sandmann. Oh mein Gott, wir brauchen 2 Punkte. Okay, dann weiß ich jetzt, was wir machen. Wir haben ja den Sandmann vorübergehend rausgenommen. Wir sollten einen Intelligenzpunkt nehmen und den auf Agility packen. Und dann noch einen Intelligenzpunkt nehmen und den auf Agility packen. So, dann können wir nämlich den Sandmann reinpacken. Der ist ganz, ganz wichtig fürs Bild. Auch wenn es nur nachts funktioniert. Trotzdem ist mir das sehr wichtig. Und ich habe folgenden Plan, Freunde. Folgender Plan. Übersteuere ich? Übersteuere ich? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich übersteuere, oder? Katze. Oh, dieser flauschig, ne? Ich muss mal ganz kurz am Rad drehen. Uno Moment. So. Ha, schon viel besser. Muss ich halt nur anpassen von der Lautstärke her. So, sehr schön. Ja, folgendes, wir suchen heute eine Kamera. Schickt sie mir zu, per Post. Nein, wir suchen sie jetzt hier im Spiel. Kommt!
Draußen regnet's. Hier ist es mollig warm. Holt euch einen Tee, holt euch einen Kaffee. Wir suchen jetzt eine Kamera. So, ich habe nachgeguckt, unsere erste Location, wo wir gucken werden, die wird, ich bin überladen, ne? Egal. Die wird hier oben sein, beim Wavy Village Wasserpark. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir die finden. Vorher würde ich allerdings sehr gerne, wenn wir schon mal hier sind, einmal hier vorbeischauen, weil es ja gleich um die Ecke ist. Und wir mal gucken können, was wir uns so kaufen können bei der netten Dame, die uns so richtig schöne Sachen verkauft. Weil, du bist nicht meine Rüstung. Ich trage noch eine andere Rüstung mit mir. Oh, das erklärt einiges, warum ich so schwer bin. Egalo. Und wir sollten einmal ganz kurz, wenn wir schon mal hier zu Hause sind, ich habe mich übrigens heller gemacht. Ha! Einmal ganz kurz, raffinierterweise, einmal kurz hier reingehen und uns Blei holen. Übrigens, 700 Munition für die Pistole und oh. Stimmt. Ich habe noch ein paar Sachen gefunden, glaube ich. Ja. Können wir auch da gleich loswerden. Können wir uns gleich mal angucken, was ich so gefunden habe, währenddessen ich Holz gesammelt habe. Da habe ich ein, zwei Legendäre noch gefunden. Ich war noch ein bisschen hier in Hans-Dieter Will, White Springs Resort. Und habe da noch ein paar Legendäre weggehauen und ja, dachte mir, ich versuch's mal. Tolle Sachen kommen da nicht immer bei raus, aber es kommen einige Sachen bei raus. Aber ich finde es auch irgendwo ein bisschen lame, einfach in der Stadt rumzulaufen und Kohle zu schlachten. Ich meine, klar, da gab es viele Legendäre, hat mich natürlich gefreut. Aber irgendwie, es fühlte sich nicht verdient an. Es fühlte sich nicht verdient an. Und ich muss mal ganz kurz, wenn ich schon mein Mikro leiser gestellt habe, das Filter bearbeiten. Filter. Oh. Damit ich nicht ganz so abgehackt bin. Ich glaube, so ist gut, ne? Test, Test. Ich bin jetzt hier rot, ganz weit weg. Okay, funktioniert. So. Hust. Schauspielerei-Hust. Ich habe nicht richtig gehustet. Nein, nein. Da, wir sind hier. Bei der netten alten Dame. Irgendwas stimmt mit den Sounds nicht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, Leute. Vielleicht kommst du mir auch nur so vor. Hallo, Mrs. Händler Murmur. Was hast du denn so? Ah, das ist Zufall. Oh. 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 Ich habe aber 100 Punkte, ne? Machen wir uns. Komm, scheiß drauf. Ganz oder gar nicht. Des Junkies Laserpistole. Zunehmender Schaden mit steigenden Entzugserscheinungen. Was hat das Update schon wieder kaputt gemacht? Die ganzen Nebengeräusche sind lauter als alles andere. Kritische Schüsse im Watz verursachen 50% mehr Schaden und 250 Schadensresistenz beim Nachladen. Geil ist die Scheiße. Jeweils nicht für mich. Verkaufen kann ich hier nicht, ne? Ich komme wieder mit 100 Punkten. Eines Tages. Ah. Ja, gucken wir. Nee, ey, Leute. Irgendwas stimmt hier ganz so gar nicht. Irgendwas ist hier faul. Oh nein. Die Atmosphäre ist bei Effekte drin. Seit wann? Egal jetzt. So. Kleidung. Wir haben bekommen. Plus 1 Beweglichkeit und da ist noch ein bisschen mehr. Vergrößert den korrekten Bereich beim Knacken von Schlössern. Plus 10 Schadens- und Energieresistenz, wenn du mutiert bist. Den behalten wir. Ich glaube, ich habe nur Sachen, die ich behalten wollte, ne?
25 Chance, den Schaden durch Spieler um 8% zu reduzieren. Was sagt ihr zu dem? Ist der gut oder ist der eher schlecht? Du verschmilzt mit der Umgebung. Klar, den wollte ich behalten, logischerweise. Dann habe ich noch den hier. Ah, ich glaube, der ist besser, ne? Als der hier. Chase of Giftresistenz. Hier, gib mir 9 Punkte. Ach ja, und ich habe ein Gauss-Gewehr, das plus 30% Schaden gegen Tiere verursacht. Habe ich ausprobiert. War noch nicht so cool. Stelle ich mir aber cool vor. Die Geräusche sind seltsam. Naja. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich hier oben. Und dann schauen wir mal. Okay. Hier ist der schon mal nicht. Wer schießt da? Auf einen Angler. Ach, Supermutanten. Ich würde sagen, ich guck mal die nächste Location an. Wieso brennt er überhaupt? Und wieso verliert er gegen so einen billigen Angler? Wie lame seid ihr denn? Atmet der noch? Na gut, nächster Stop ist hier. Der Soldatenfriedhof. Und da haben wir ja noch was. Und zwar die Schaufel. Mir wurde gesagt, die Schaufel ist neben dem Grab. Ich gucke jetzt nach, Junge. Und wenn die da nicht ist, dann komme ich zu dir nach Hause. Ne? Und dann gibt's hier Fratzengeballer, mein Freund. Aber richtig. Geht schon wieder los. Hier spricht der Bürgermeister von Grafton. Sie müssen zu Prickett's Fort gehen. Es wurden weitere menschliche Überreste ausgegraben. Wir müssen diesen Soldaten durch ein ordentliches Begräbnis auf dem Soldatenfriedhof ehren. Da ist die Schaufel. Ich hab sie gefunden. Yeah. Nice. Nur habe ich jetzt leider keine Leiche mehr. Schade. Passiert. So, Mr. Fotoman wäre hier gewesen. Ist aber nicht. Next location, please. Was machen die im Haus? Komische Meierlux. Huch. Der hat es eigentlich zu sterben. Oh. Okay. Unser nächster Stop, den kennen wir gar nicht. Wir müssen in Richtung Süden laufen. Eine neue Location. Wir haben sie auch direkt unten auf der Minimap. Es ist so ein Denkmal. Und was bist du? Gefängniswärter? Sprichst du mit mir noch, oder? Wir sind überall Gefängniswärter. Warum sind hier Gefängniswärter? Hier spricht der Leiter der Strafanstalt der östlichen Region. Bei unserer letzten Gefangenenzählung herrschte gähnende Leere. Offensichtlich hat es einen Massenausbruch gegeben. Ich autorisiere die Wärter, entflohene Häftlinge zu suchen. Aufgrund von Überbelegung und der für die Versorgung lebender Gefangener nötigen Logistik ist der sofortige Einsatz tödlicher Gewalt gestattet. Es scheint ein Problem mit dem visuellen Erkennungssystem des Wärters zu geben. Darum kümmern wir uns später. Wir haben noch andere Sachen zu tun. Wichtigere Dinge. So, wir müssen hier rauf, ne? Komme ich auch so rauf? Ich brauche einen Jetpack, ey, ganz ehrlich.
Bitte. Wieso bin ich so blöd? Bleib doch oben, Zero. Bleib doch einfach oben. Ja, jetzt kriege ich das nicht mehr hin, weil ich jetzt nicht blöd bin, ja? Okay, man kann danach nicht springen. Ach, ich laufe außen rum. Es geht wahrscheinlich schneller als das, was wir hier gerade planen. Ich habe übrigens gerade gedacht, das wäre eine Todeskralle, weil dieses Geräusch, wenn sich etwas aus dem Boden gräbt, das ist mir sehr vertraut durch sich ausgrabende Todeskrallen, weil ich ja mal Todeskrallen gefarmt habe. Was eigentlich ganz nice war, was ich echt vermisse. Deswegen habe ich immer so ein kleines schauriges Gefühl, wenn das passiert. Yay, Kelly-Denkmal, komm. Jawohl, hier liegt der. Ansels Holoband. Tja, hier wären wir, Dorothea. West Virginia. Wie du es immer wolltest. Ich wünschte mir so sehr, du könntest es jetzt sehen. Vielleicht ist es besser, dass die Leukämie dich geholt hat, als du noch jung warst. Dir wurden die Schrecken des Krieges erspart. Das ist mir ein kleiner Trost. Aber ich habe was versprochen. Und ein Opa hält sein Wort. Unsere Liste mit den Orten, die du sehen wolltest? Tja, ich werde sie alle besuchen. Das tue ich für dich, Dorothea. Ich weiß, du bist da oben bei den Engeln. Und bevor diese Welt ganz untergeht, wirst du stolz auf mich sein können. Ich habe diese alte Kamera, die dir so gut gefallen hat. Und verdammt, da kommt jemand. Hoffentlich nicht wieder dieser Plünderer. Wir beenden das später. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber mein Opa trägt keine Sneaker mit offenen Schnürsenkeln, keine Hippie-Jeans und auch kein Hippie-Hemd, T-Shirt. Ey, welcher Opa läuft denn so rum? Sagt sich. Ich weiß, es gibt welche. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. So, meine letzten Wünsche. Schloss Barclay Springs hat er noch nicht erledigt. Campingplatz im Dolly Sots Empfangszentrum hat er auch noch nicht erledigt. Oh, viele Sachen, die er noch machen möchte, ne? Kaputte ProSnap Deluxe Kamera. Ja, wir haben sie. Letzte Wünsche. Oh nein, wir müssen jetzt die Orte aufsuchen. Bitte nicht. Och komm, bitte nicht. Och bitte nicht. Wie soll sich denn die Kamera von alleine reparieren, wenn wir das tun? Ach übrigens, habe ich euch... Ich war ja letzte Woche krank. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Mir wurde Blut abgenommen. Am Montag. Das war richtig schön grausam. Und zwar hat sie mir halt zuerst, also sie hat mir halt hier so ein Druckding ins Kichens angelegt, damit das Blut sich halt staut. Und dann sollte ich halt pumpen. Sie meinte, ich soll pumpen. Sie hat aber nicht Stopp gesagt. Sie meinte nur, ich soll pumpen. So, irgendwann kam sie dann wieder. Und dann hat sie halt die Nadel angesetzt. Hat die Hälfte des Blutes, was sie brauchte, rausgenommen. Und dann hat sich nämlich die Nadel wie die Rakete verabschiedet. Weil sie mir nicht gesagt hat, dass ich das nur 5-mal machen soll oder so. Ich habe natürlich die ganze Zeit gepumpt. Da hat sich so viel Druck aufgebaut. Und dann sagt die mir, ja, das ist jetzt doof. Da war jetzt zu viel Druck drauf. Die Spritze ist weggeflogen. Jetzt muss ich ihnen leider links nochmal Blut abnehmen. Schaffen sie das? Ich sage, natürlich muss ich das schaffen. Jetzt habe ich schon an der rechten Seite gelitten. Ich will nicht, dass das umsonst gewesen ist. Dann nimmt sie mir an der linken Seite ab und dann falle ich fast in Ohnmacht, weil klar, zuerst hat sie mir rechts Blut abgenommen, dann links mein Kreislauf war voll hinüber. Oh, Leute. Weißt du, und dann kam ich auch noch wieder, musste ich wiederkommen wegen den Resultaten, wegen der Blutabnahme. Oh, und dann habe ich da so einen erhöhten Wert von Blutrubin, was weiß ich, irgendein Fallout-Ding. Und jetzt muss ich zum nächsten Arzt. Leute, ich habe so keine Lust drauf. Kann das jemand von euch für mich übernehmen? Es macht keinen Spaß, zum Arzt zu gehen. Letzte Wünsche, stell deine Kamera in einer Bastelwerkstatt her. Ja, cool, dafür gehe ich mal nach Hause.
Kann ich niemandem empfehlen, zum Arzt zu gehen. Die nehmen euch Blut ab. Das zeckt nicht nur, sondern es ist auch schlecht für den Kreislauf. Ungesund. Es ist ungesund für den Kreislauf, Freunde. Es ist nicht gut. So, und ich muss mir gleich noch was zu trinken holen, ey. Energy! Vielleicht ein bisschen zu viel? So, willkommen zu Hause. Es ist ein bisschen blöd, dass man hier hinten landet. Deswegen habe ich auch die ganzen Pfeile hier gesetzt. Dass die Jungs wissen, dass es hier nach vorne geht. Und ich weiß zwar nicht, wie viel Wert diese Pistole hat. Aber wir werden sie hier mal reinsetzen. So, für 5000. Und wenn sie sich nicht verkauft, gehen wir runter. Fertig. So. Ja, ein paar Sachen wurden mir schon abgekauft. Wieso der Bohrer nicht gekauft wurde, weiß ich auch nicht. Aber an sich habe ich hier schon ein, zwei sneaky Sachen dabei. Sneaky? Schnieke, wollte ich sagen. Schnieke Sachen dabei. So, Bastelwerkstatt. Ich muss erst raus, ne? Ich weiß, was ich leveln wollte. Dass wir mehr Munition beim Herstellen bekommen. Ah, danke Bastelwerkstatt, dass du mich erinnerst. Und dass ich so eine scheiß Fresse dabei gezogen habe. Fotofilm, was? Wir brauchen Munition? Machen wir 24, das passt schon. Was? Erfülle die letzten Wünsche des Touristen. Oh je. Oh je. Ist bestimmt eine Waffe, ne? Ja. Es gibt übrigens was heute, diese Woche wieder umsonst. Nochmal kurz zeigen. Der orange Flauschteppich ist momentan umsonst. Was ist die wöchentliche Challenge? Klinge des Kommandanten. Überlebensmodus. Schließe dich mit einem anderen Spieler zusammen. Als ob das funktioniert. Oh, das funktioniert doch im Leben nicht. Es sei denn, man hat Freunde. Ich habe keine Freunde, Freunde. Verdammt, ich habe euch Freunde genannt, ne? Nicht gut. Na gut, gehen wir nach Barclay Springs. Wenn wir da halt ein Foto schießen. Kann ich die Kamera auch hier drin benutzen? Es wäre ein bisschen kacke, wenn man im Aussteigen muss. Aber mit solchen klobrigen Furstfingern mit der Powerrüstung kann ich mir das echt nicht so geil vorstellen. Oh, es geht. Tschüss. So, wir haben wie viel Munition? Ach, genug. Jetzt können wir alles fotografieren, was wir wollen. Ich meine, wir können keine Selfies machen. Müssen wir gleich mal gucken. Aber das ist endlich mal etwas, was sie in Fallout reingebracht haben, was richtig toll ist. Schade, dass es nicht von Anfang an drin war, aber hey! Fertig mit dem Spiel, holen wir uns die Kamera und dann können wir nichts fotografieren. Naja, so kann ich jetzt wenigstens die Kamera immer mal rausholen und irgendwie lustige Sachen fotografieren für unseren Ladescreen. Das wär's doch. So. Mr. Offizier, wieso bist du überall? Oh, jetzt nervt er auch noch die ganze Zeit. Stirb leise. Ich muss mal ganz kurz ein paar Quests entfernen. Untersuche Buckley Springs. Können wir machen. Das kriege ich hin. Das war ja wohl ein Headshot, Junge. Hier ist übrigens eine Werkstatt, die uns auch Blei geben würde. Aber ich denke, wir haben jetzt genug Blei. Ich hab um die 200 Blei gesammelt, währenddessen ich krank war. Ich denke, das wird erstmal ausreichen für eine Weile, ne? Ja. Wir haben übrigens keinen Stahl. Das ist das, was uns am meisten fehlt. Stahl.
Hätte ich niemals gedacht, dass das jemals passieren würde. Chloe! Hi Chloe! Ah, Leslie! Da bist du ja! Oh nein, ich glaube, ich war hier schon mal. Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Du hast mir ganz schön Angst eingejagt. Du darfst nie wieder einfach so davonlaufen. Ja, ich war hier schon mal. Ich war besorgt und kann mir kaum vorstellen, was deine Eltern denken würden. Da ich nun bestätigen kann, dass du wohl auf bist, darfst du deine zugewiesene Spielzeit haben. Bitte nicht fangen spielen. Bitte nicht fangen spielen. Pflück im Wald doch Blumen. Das wäre ein wunderschönes Geschenk für deine Eltern, nicht wahr? Habe ich hier nicht schon mal versucht, Blumen zu bringen? Ich glaube schon. Ich glaube schon, Mädel, dass ich dir schon mal was gebracht habe und du einen Scheiß da gemacht hast. Wieso haben diese Verbrannten überhaupt Geschütze? Ich weiß es nicht. Naja. So, hier soll... Oh Gott, ich hab... Oh Gott, bitte nicht töten. Oh. Oh. Zu spät gesehen. Ah, oh, hi. Nein, oh, jetzt habe ich mir Steuerung vergessen. So. Komische Champions laufen hier durch die Gegend. Die haben mir schon Sorgen gemacht, als ich hier alleine gespielt habe. So, das nehmen wir mal mit. Ich brauche nämlich den Stahl. Das nehmen wir alles mit. Frauchen ist da. Diesen merkt man übrigens, wenn die Katze mal ausrastet. Aber auch nicht, weil er sich freut, sondern weil er weiß, dass er Essen kriegt. Nein, er freut sich nicht. Er freut sich, dass er Essen kriegt, ja. Aber nicht, weil du da bist. Nein. Und dann macht er auch noch hier Krach. Schubst was um und guckt dann blöd. Hä, was war denn das hier? Das ist eine Katze, Freunde. Das ist unsere Katze, ja, ja. So, bin ich jetzt dran vorbei? Ne, hier. Fotografiere die Fassade des Schlosses von Bikeley Springs. Aber ich will nicht, dass das dann irgendwie im Ladescreen auftaucht. Das wäre ja voll blöd. Machen wir so schön im Sonnenschein. Easy. Das war's? Kriegt man nicht irgendwie noch ein Foto hingesetzt oder so? Kann man sich die Fotos irgendwo angucken? Fotomodus, Fotogalerie. Da. Nicht schön, das Bild. Ich hätte euch die Fotos immer zeigen können, ne? Naja. Das sind uns übrigens unsere Fotos. Ach ja. Erinnerung, Freunde. Unser allererstes Haus. Guck mal, wie stolz ich da war. Ganz stolz. Das sah noch richtig gut aus. Ich würde es am liebsten nochmal so bauen, aber es geht nicht, weil da überall Bäume sind. Ist so traurig. Naja. Sammle Blumen, das kannst du vollknicken. Ja. Oh, ich sehe gerade mit der Zeit, Freunde. Ich würde sagen, wir werden die nächsten Fotos morgen schießen und, oh Gott, die sind alle nah dran. Und dann erledigen wir das und danach holen wir uns den Rucksack. So sieht's nämlich aus. Haut rein, euer Zero. Tschüss.